Ein Leben lang hart arbeiten und dann trotzdem nur eine Rente unter Hartz-IV-Niveau bekommen, das empfinden Betroffene verständlicherweise als große Ungerechtigkeit. Deshalb will Bundessozialminister Hubertus Heil, SPD, die Betroffenen künftig unterstützen. Ein Konzept hat er diese Woche vorgestellt und nennt das Ganze Respektrente. Heißt im Klartext, jeder, der mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, trotzdem weniger als knapp 900 Euro Rente bekommt, der soll künftig nach diesem Plan bis zu 447 Euro monatlich Zuschuss bekommen. Und zwar ohne, und das ist der Unterschied zu Hartz IV, seine Bedürftigkeit nachweisen zu müssen. Ist das nun gerecht? Ist das wirklich eine Lösung der Probleme? Darüber sprechen wir gleich. Zunächst besucht Alexandra Gondorf, die so einen Menschen, die so einen Rentenzuschlag gut gebrauchen könnten. Vormittags 10:30 in der Stuttgarter Vesperkirche. In einer Stunde gibt es hier ein günstiges, warmes Mittagessen. Armenspeisung. Schon jetzt ist die Kirche gut gefüllt, denn es ist warm. Es riecht nach Kaffee, Essen und Armut. Ich sehe Obdachlose in gezeichnete Gesichter. Aber auch ältere Menschen, die sorgfältig gekleidet beim Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen sitzen könnten. Was machen diese Menschen hier? Warum sind sie auf Almosen angewiesen? Und würde ihnen die sogenannte Respektrente von Hubertus Heil mit bis zu 447 Euro extra helfen, nicht mehr kommen zu müssen? Ich spreche mit vielen Senioren. Manche erzählen von langer Arbeitslosigkeit, von Krankheiten. Andere allerdings haben fast durchgängig gearbeitet und sind trotzdem hier. In der Essensschlange treffe ich Angelika Kramer, die teilweise zwar in Teilzeit, aber 36 Jahre als Kinderpflegerin gearbeitet hat. Mit staatlicher Hilfe bleiben ihr umgerechnet 15 Euro täglich zum Leben. Wie kommen Sie damit klar? Ja, man lernt es. Wie, also auf welche Dinge verzichten Sie da? Kunst, Theater. Ich bin früher gerne ins Theater gegangen, habe selber im Theater gearbeitet, ehrenamtlich. Aber es kostet alles zu viel Geld. Sie setzt jetzt große Hoffnung auf die Respektrente und steht Schlange für Kohlrouladen mit Kartoffelbrei für 1,20 Euro. Wie auch andere Rentner. Wo kann man heutzutage essen für 1,20 Euro? Zu Hause, nicht einmal zu Hause. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt nur 100 Euro zur Verfügung in einem ganzen Monat, müssen Sie von den 100 Euro dann auch Nahrung, also Essen kaufen? Da kaufe ich mir meine Nahrung, also mein Essen, das kaufe ich einmal im Monat. Was länger hält, haltbar ist, kaufe ich für einen Monat. Und natürlich auch meine Kleidung muss ich sparen. Krankheitsbedingt ist er Frührentner, wie auch Sabine Hauptmann nebendran. 200 Euro bleiben ihr pro Monat Rente zum Leben, nach 31 Jahren Arbeit. Hätten Sie sich das vorstellen können, hier zu sitzen? Nee. Soweit denkt niemand. Man denkt, ja, du schaffst, du arbeitest als Sache und kriegst dann auch eine ordentliche Rente dafür. Es ist schön, man hat Unterhaltung, aber es ist auch beschämend. Man sagt, man muss da rein. Man sagt, ich bin gezwungen, wegen dem billigen Essen da reinzugehen. Jetzt sind Sie ja sozusagen 4 Jahre, wären Sie, hätten Sie jetzt einfach auf dem Papier zu wenig gearbeitet, ja, um das zu bekommen. Ich hätte ja gern mehr gearbeitet, aber ich bin zu 100% arbeitsunfähig und es geht einfach nicht mehr. Ich habe schon 2 Bandscheibenvorfälle hinter mir und es geht einfach nicht mehr. Ich höre unfassbare Enttäuschung, Hilflosigkeit und auch Wut und Verzweiflung. Wie bei dieser Dame, die seitdem sie 15 war, durchgängig gearbeitet hat und mit knapp 1000 Euro Rente ihre Wohnung nicht halten konnte. Da habe ich zu meiner Vermieterin gesagt, ich kann nicht mehr hier bleiben. Ich sagte, wie bitte? Sie haben doch nur gearbeitet. Sie können die Wohnung nicht mehr bezahlen. Ich sagte, nein, kann ich nicht mehr. Das ist eine Herabwürdigung der Menschen. Mit Füßen treten praktisch.
Ich bin nicht gut dran, ich bin beschissen dran. Ich kann mir keinen Mantel, keine Jacke, kein gar nichts kaufen. Und leben will, muss ich auch. Das Leben lang gearbeitet. Der Lohn anstehen für 1,20 Euro Essen in der Vesperkirche. Zwar gelten die aktuellen Rentner noch immer als die reichsten aller Generationen, aber laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2017 soll sich das zumindest in der Tendenz bald ändern. Nach ihrer Simulationsrechnung sollen nämlich 2036, also in gut 20 Jahren, 20% der Rentner von Altersarmut bedroht sein. Das wäre dann jeder Fünfte. Mich interessiert, ob sich die jüngere Generation dieser Tatsache bewusst ist, und mache einen Rentencheck. Mal gucken, ob wir den gemeinsam befüllt bekommen. Von Metallern über Landschaftsgärtner über Logistiker ist so allerhand dabei. Der Verdienst und damit auch die voraussichtliche berechnete staatliche Rente gehen stark auseinander. Aber einig sind alle bei der letzten Frage. Wird die Rente ausreichen? Soll es als Witz sein? Ob sie ausreichen wird? Nein. Nein? Nee, ich glaube nicht. Nein. Jetzt ist die Frage aller Fragen, was meinen Sie? Wird die Rente, also diese staatliche Rente, für Sie ausreichen? Für uns beide? Nein. Bei mir? Glaube ich nicht. Wenn ich die Miete so angucke und sie kriegt keine Rente, dann haben wir da echt ein Problem irgendwann einmal. Kriegt die Rente von den zwei Kindern und mehr ist wahrscheinlich. 15 Jahre Arbeit und nicht. Das sind gerade mal nicht einmal 200 Euro. Ich könnte allein von meinem überhaupt nicht leben. Ich wäre, wenn er nicht da wäre, wäre ich auf alle Fälle ein Sozialfall. Ich habe eine gute Betriebsrente, muss ich sagen. Gott sei Dank. Ich habe noch eine Direktversicherung abgeschlossen. Und irgendwie muss es dann im Endeffekt halt reichen. Wenn ich in Rente gehe, würde ich jetzt 1300 Euro brutto Rente bekommen. Und das reicht hinten und vorne nicht aus. Mit welchen Gefühlen gehen Sie dann sozusagen in diesen Ruhestand? Scheißgefühl. Und ich finde, ich hätte dann 42 Jahre eigentlich gearbeitet. Und das ist schon hochtraurig, muss ich sagen. Ja. Dass anscheinend schon jetzt immer mehr ältere Menschen trotz lebenslanger Arbeit mit ihrer Rente nicht über die Runden kommen, ist schlimm. Aber was ich auch schlimm finde, ist, dass, wie wir gerade gehört haben, fast alle jungen Menschen davon ausgehen, auf genau dieses Szenario zuzulaufen, wenn sie nicht privat vorsorgen. Denn ich frage mich, was ist denn eigentlich mit denen, die nicht privat vorsorgen können? Wie soll es gehen ohne eine extra Spritze aller Respektrente? Ja, das frage ich jetzt eine junge Frau, die trotz dieser Argumente gegen das Konzept der Respektrente ist. Maria Lenk, 28 Jahre alt, vertritt die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und sagt, die Bundesregierung verteilt hier Wohltaten auf Kosten der Jüngeren. Guten Abend, Frau Lenk. Guten Abend. Ja, was ist dagegen einzuwenden, wenn Menschen, die wir da gesehen haben, die zum Teil wirklich lange gearbeitet haben, am Ende einen Zuschuss zu ihrer Rente bekommen, damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können? Der Kern der Idee von dem Konzept, das Herr Heil da vorstellt, ist ja an und für sich gut. Aber das Problem ist die Frage, wie wird das umgesetzt und wie wird das finanziert? Also wirkt sie tatsächlich da, wo sie wirken soll, diese Aufstockung? Und wer soll das Ganze bezahlen, wenn jetzt schon klar ist, dass Haushaltslöcher entstehen werden? Und gerade wenn man sich anguckt, wie viel rentenpolitische Wohltaten die Bundesregierung in den letzten Monaten und Jahren verteilt hat, stellt sich besonders die Frage, wer soll das alles irgendwann bezahlen? Das waren alles immer Milliardenbeträge. Und gerade als junger Mensch hat man das Gefühl, hier wird sehr viel Geld in die Rente gesteckt. Die wird künstlich sozusagen am Leben gehalten. Wer soll das bezahlen? Das werden am Ende die Jungen bezahlen, die junge Generation, die später, also die jetzt sozusagen Beitrags. Aber da sagt ja Herr Heil zum Beispiel, er rechnet so mit so 4, 5, 6 Milliarden Euro im Jahr. Das könnten wir gut stemmen aus Steuereinnahmen. Er will es ja steuerfinanzieren. Damit würden ja auch vor allem Besserverdienende das mitfinanzieren, die meisten Steuern zahlen. Ist das nicht dann letztlich doch eine gerechte Umverteilung zugunsten von Bedürftigen? Naja, also wenn das Besserverdienende mittragen und wenn man zum Beispiel den Spitzensteuersatz erhöhen würde, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das ändert ja trotzdem nicht das Problem, dass die Rente an und für sich so nicht tragfähig ist und man kann ja nicht einfach immer mehr Steuergelder reinschießen. Irgendwann ist ja auch der Bundeshaushalt einfach mal erschöpft und vielleicht kommt auch mal ein Jahr, in dem man nicht so viele Steuern einnimmt und dann funktioniert das ganze System von und hinten nicht. Mhm.
Vielen Dank erstmal für das erste Statement. Wir fragen mal die Zuschauerinnen und Zuschauer in unserer Wohnzimmerkonferenz, die wieder live von zu Hause aus per Internet zugeschaltet sind. Ich gehe mal zu einer Frau, die schon in Rente ist, Frau Wenzel-Lüding in Wiesloch-Bayertal. Finden Sie das ein gutes Konzept, was Herr Heilder vorgestellt hat, dieser Zuschuss von bis zu 450 Euro für jeden, der eben bedürftig ist? Nee, Sie finden es nicht gut? Nee, ich finde es nicht gut, ich finde es nicht gerecht. Mit Respekt hat das schon mal gar nichts zu tun, weil da sehr viele Leute durch das Raster fallen werden, die mit gebrochenen Erwerbsbiografien. Und im Koalitionsvertrag steht, es muss eine Bedürftigkeitsprüfung gemacht werden. Also ich habe eine Schwester, die ist letztes Jahr gestorben, die hat in außergewöhnlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt, weil sie durch ihre Ehe sehr gut abgesichert war. Die hätte Anspruch gehabt auf diese Rente. Ich hätte es ihr gegönnt und ich weiß, sie hat immer gespendet und getan und gemacht. Aber es werden auch viele andere dann in den Genuss einer solchen Rente kommen, die es gar nicht brauchen, um die Armut zu vermeiden. Mhm. Und andere wiederum, die fallen durchs Raster. Ja, okay. Und ich finde, die Leute, die davon reden, die sollten mal selber in die Rentenkasse einzahlen und sich nicht ihre Wohltaten fremdfinanzieren lassen in ihrer Versorgung als Politiker. Okay, das ist dann nochmal ein anderes Thema, Frau Wenzel-Lüding. Aber das ist ja auch eine Kritik von Ihnen, Frau Lenk, dass es sozusagen keine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen ist in dem Konzept. Andererseits gibt es Untersuchungen, wonach viele Menschen im Moment, Rentner gerade, die Anspruch hätten auf Unterstützung, auf eben Grundsicherung, das nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen, weil sie eben nicht sich sozusagen nackig machen wollen vor dem Staaten erklären wollen, ich habe das und das Geld, das Vermögen noch und oder eben nicht mehr und brauche das Geld. Ja, das wäre natürlich ein Grund, der gegen die Bedürftigkeitsprüfung sprechen würde. Aber ich finde trotzdem, ist es nicht in Ordnung, wenn man Milliarden mit der Gießkanne verteilt und man begründet das damit, dass man Altersarmut vorbeugen möchte. Und das kommt eben bei den Leuten nicht an, die es vielleicht auch dringend brauchen. Und gleichzeitig kommt es bei Leuten an, die es eben vielleicht nicht so dringend bräuchten. Wir gehen mal weiter zu Gerhard Fleitz in Weingarten. Gastronom, somit als Selbstständiger, natürlich dann auch nicht direkt betroffen. Wie finden Sie das Konzept? Sind Sie da auch so kritisch? Der, der 45 Jahre gearbeitet hat, und das ist die Generation, wo jetzt Rente bezieht, die haben zum Teil 50 Jahre gearbeitet. Und der muss sich noch was am Mund absparen. Das kann es nicht sein. Und warum der mit 35 Jahren, was läuft da schief? Der müsste ja auch 50 Jahre. Wenn das ein Härtefall ist oder durch Krankheit ziehe ich das ein. Aber wenn der nachher 15 Jahre nichts mehr tun hat, dann braucht der auch nichts. Also bei Ihnen geht es darum, dass Sie sagen, es gibt eine große Ungerechtigkeit. Es gibt die schon sehr lange gearbeitet haben, weil sie eine Lehre gemacht haben und andere eher akademische Berufe arbeiten ja gar nicht so lange. Ich meine, ja. Und noch kommt es darauf an, was für ein Beruf der gemacht hat. Okay, also dann. Ist ein Handwerker, hat der schwer geschafft. War der Metzger so wie nie, der hat man so schaffen wie ein Hund. Mhm. Also, dann ist der körperlich nachher fertig. Ja. Wie ein anderer, wo war, weiß ich nicht, ich muss keinen Namen sagen. Ja, okay, also ich verstehe. Sie sagen, auch das ist nicht richtig gerecht. Jetzt gucken wir aber nochmal auf einen anderen Aspekt. Das ist nämlich auch ein Argument von Herrn Heil. Er sagt ja, mit seinem Konzept hilft er vor allem den Frauen. Und da sind ja oft die unterbrochenen Erwerbsbiografien, weil die Frauen zu Hause geblieben sind, Kinder erzogen haben oder nur Teilzeit gearbeitet haben. Und auch in Baden-Württemberg sind rund 60% der von Armut gefährdeten Menschen über 65 Frauen. Und die Frage ist, würde Ihnen diese aufgesteckte Grundrente etwas helfen? Dazu Alexa Hofmann. Krankenpflegerinnen, Friseurinnen, Erzieherinnen. Typische Frauenberufe mit niedrigen Löhnen. Und das hat Folgen. In Baden-Württemberg beziehen Männer im Durchschnitt eine Altersrente von rund 1.220 Euro. Frauen dagegen bekommen im Schnitt nur etwa die Hälfte, 680 Euro im Monat. Finanzberaterin Verena Stephan kennt die Geldsorgen von Frauen. Sie weiß, viele Frauen haben andere Lebenswege als Männer, kümmern sich häufig um die Kinder und zahlen dann weniger in die Rentenkasse ein. Was auch zunimmt, ist, weil ich einen Angehörigen pflege. Ja, das heißt, viele Eltern halt zum Pflegefall werden. Das sind dann meistens auch die Frauen, die dort sich engagieren und dementsprechend halt weniger arbeiten können in der Erwerbstätigkeit. Und dementsprechend wird auch wieder weniger eingezahlt.
Deshalb müssen sich gerade Frauen um ihre Rente Sorgen machen. Und ein Ehemann ist keine Altersversicherung, sagt auch die Finanzberaterin. Was sagt sie zu der neuen sogenannten Respektrente von Bundesminister Heil? Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber er wird nicht dazu führen, dass man sich auf das gesetzliche System grundsätzlich verlassen kann. Also das sagt ja auch selbst die Deutsche Rentenversicherung selber. Das Niveau wird einfach, egal wie viele zusätzliche Komponenten es mal geben mag, wird nicht ausreichen, um den Lebensstandard halt so zu halten, wie ich es gewöhnt bin. Aber was ist mit Frauen, die sich keine private Altersvorsorge leisten können? Frauen, die ihr Leben lang für Mindestlohn oder in Teilzeit gearbeitet haben? Die aufgestockte Grundrente könne vor Altersarmut bewahren und bringe für Frauen mehr Gerechtigkeit, meint der Landesfrauenrat. Der Landesfrauenrat beschäftigt sich ja schon seit seiner Gründung also mit dem Thema Altersarmut. Und wir begrüßen natürlich den Vorschlag von Minister Heil zu einer geschlechtergerechten Rentenreform, die die besonderen Erwerbsverläufe von Frauen in den Blick nimmt. Das bringt für ganz viele Frauen, die jetzt an der Armutsgrenze sind und Angst davor haben, dass sie also mit der Rente in Armut fallen, bringt es auf jeden Fall eine Verbesserung. Maria Lenk, ich frage Sie jetzt auch als Frau, als junge Frau, ist das nicht auch ein Argument für so ein Konzept? Weil gerade Frauen ja häufig diejenigen sind, die am Ende wirklich mit sehr wenig Rente dastehen, obwohl sie eine große Leistung auch erbracht haben, zum Beispiel bei der Familienarbeit. Jein. Also zum einen ist es natürlich schön, dass Herr Heil hier besonders die Risikogruppe der Frauen in den Blick nimmt. Aber ich finde persönlich, das hat für mich eher so den Charakter eines Pflasters. Man versucht jetzt was zu kitten, was irgendwie schon schiefgelaufen ist, aber es bekämpft ja nicht die Ursache. Und eine langfristige Lösung, die eben auch gerade jungen Leuten dann später zugutekommen würde, ist, wenn man nicht einfach nur Geld drauf gießt, sondern wenn man auch zusätzlich langfristig sich darum kümmert, dass die Ursachen tatsächlich behoben werden. Okay, also dann sagen Sie doch jetzt mal, wenn Sie das alles nicht so richtig überzeugend finden, Sie reden jetzt immer von der langfristigen Lösung, wie soll die denn aussehen? Also generell, um das Rentensystem sozusagen tragbar zu machen, gibt es vor allen Dingen vier Schrauben, an denen man arbeiten kann. Und eine wäre zum Beispiel der Beitragssatz, die zweite wäre das Rentenniveau. Das sind aber beides Schrauben. Wenn man da an einer dreht, dann ist es immer zum Nachteil entweder der Beitragszahler oder der Rentner. Das ist also nicht wirklich fair gegenüber einer Generation. Eine dritte Option wäre, dass man den Bundeszuschuss hochschraubt. Das habe ich ja vorhin aber auch schon erwähnt. Der ist einfach nicht unendlich und das Geld fehlt dann an anderer Stelle. Und die vierte Option ist, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist eine Option, die ist nicht politisch beliebt, die ist nicht populär, nicht in Deutschland, auch nicht in anderen Industrieländern. Aber wir werden nun mal immer älter. Wir werden auch länger im Alter gesund bleiben und fit bleiben. Und ich glaube, da ist es einfach realistisch, dass man das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppelt. Okay, also Sie sagen länger arbeiten, auch länger als jetzt 67. Was wäre dann für Sie so eine Messgröße, mal ganz konkret? Also ich stelle mich darauf ein, locker über 70 zu arbeiten. Ich finde auch das Thema der erhöhten Renten, des Renteneintrittsalters, das ist ja nichts, was jetzt die jetzige Rentengeneration trifft oder die jetzt bald in Rente gehen, sondern das wird vor allen Dingen uns Junge treffen. Und ich glaube, wir Jungen, wir sind uns alle bewusst, wir werden länger leben, wir müssen auch länger arbeiten, wir stellen uns darauf alle ein, wir scherzen vielleicht noch, aber wir stellen uns darauf alle ein und ich glaube, es ist wichtig, dass sich auch der Rest der Gesellschaft mit darauf einstellt, weil das Problem muss gelöst werden und anders kriegen wir es nicht gelöst. Also Sie sagen, da muss man den Tatsachen ins Auge sehen. Dann fragen wir doch mal einen aus der gleichen Generation wie Sie, Sira Marina Heinze. Ist ja auch noch sehr jung und arbeitet als Kosmetikerin. Frau Heinze, arbeiten bis 70 oder noch länger? Ist das für Ihre Generation, ist das für Sie vorstellbar? Also für mich persönlich ist es keine gute Idee. Ich finde, man sollte auch den Lebensabschnitt der Rente genießen können. Und wenn wir dann arbeiten würden, würde das nicht so förderlich, das würde das nicht fördern. Ich und viele Freundinnen machen uns bezüglich Rente eigentlich noch gar keine Gedanken. Wir waren jetzt erstmal in den ersten Jahren unserer Selbstständigkeit damit beschäftigt, unser Business aufzubauen, unser Alltag aufzubauen und
Das ist vielleicht dann auch ein Problem, dass man erst oft sehr spät anfängt, sich damit so Fragen auseinanderzusetzen, um dann privat vorzusorgen. Also ich glaube für viele, ich meine, wenn Sie Politikerin wären, Frau Lenk, würden Sie wahrscheinlich so einen Vorschlag arbeiten bis 70 nicht machen, weil Sie würden überhaupt nicht gewählt werden. Und ich meine, ist das nicht auch ein bisschen einfach als Akademikerin jetzt mit einer, sag ich mal, hauptsächlich wahrscheinlich Schreibtischtätigkeit sowas zu fordern? Es gibt viele Berufsgruppen, davon war schon die Rede. Das ist körperlich total anstrengend. Die haben schon Probleme, bis 60, 65 durchzuhalten. Und für die wäre es dann faktisch eine Kürzung. Naja, eine Kürzung wäre es ja nicht unbedingt, weil wenn man länger arbeiten würde... Aber wer es nicht kann? Wer es nicht kann, da muss man natürlich schauen, vielleicht macht es Sinn, dass man keine feste Altersgrenze einführt, sondern ein flexibles Renteneintrittsalter. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Leute, die eben nicht bis zu einem bestimmten fixen Alter arbeiten können, dass man da denen trotzdem Perspektiven bietet, auch über den Beruf, den sie vielleicht gelernt haben, der körperlich anstrengend ist, dass man denen noch andere Perspektiven bietet, wie sie auch länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben können und dass man das als Privileg sieht, arbeiten zu dürfen und nicht als Pflicht. Frage zum Abschluss, das ist ja der langfristige Plan. Trotzdem hilft es ja denen, die jetzt in der Situation stehen, dass sie von Altersarmut betroffen sind, jetzt erstmal nicht so viel. Sind Sie denn dann strikt dagegen, denen nicht doch jetzt auch zu helfen? Also strikt dagegen nein, aber ich finde diese Bedürftigkeitsprüfung fände ich schon wichtig, weil wenn man da so viel Geld reinsteckt, dann soll es schon auch wenigstens wirken und man hat in den Jahren sehr viel Geld für Rente ausgegeben, das ist nicht unbedingt immer dort angekommen, wo es auch wirken muss. Mhm. Wenn man sich sowas überlegt, dann soll es schon auch wenigstens wirklich zielgerichtet sein und es muss finanzierbar sein. Also helfen ja, aber in Maßen und mit Bedürftigkeitsprüfung, sagt Maria Lenk von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Vielen Dank, dass Sie als Vertreterin der jungen Generation hier waren und auch Dankeschön an die Wohnzimmerkonferenz.